Okay, wir starten hier ins Grand Finals. Ich musste währenddessen einmal Pools starten. Ja, die Jungs spielen jetzt also schon. Hier Fuego Elo und SDN. Fuego Elo hier schon nur noch mit 3 Stocks. Was sind das für Charaktere? Ach, guck mal. Das sind gar nicht mehr... da ist der serious-te Charakter ja tatsächlich Kirby. Das ist ja dann so Leipziger allerlei, basically. Ja, SDN und Fuego Elo im gleichen Pool. Deswegen müssen die sich ein bisschen beeilen und wir machen Best of 3 hier im Grand Finals. Also, ihr könnt gleich dranbleiben. Wir starten dann mit Pools. Also hier auch on stream. Haben die random gepickt? Ach so. Oh, und dann hat er einfach mal Kirby bekommen. Ja, wir sehen bei beiden Ness, bei beiden Min-Min. Kirby ist patient wie eh und je. Schafft er hier auch noch den dritten Charakter rauszuhauen? Yep. Und wir sehen, Ness. Mal gucken. Mal gucken, ob er hier vielleicht einen Grab bekommt. Beim Grab kann er das ja ausgleichen. Ah, versucht's auch. Und geschafft. Okay. Also, damit wäre Kirby gebannt und Fuego Elo hat auf jeden Fall eine deutlich höhere Chance jetzt zu gewinnen. Einfach mal. Oh, er weiß aber, wie man den spielt. Okay. Pummelluft einfach mal. Oh, das nimmt kein Ende. Hier geht Forward Air Train. Oh. Okay, damit haben wir auch schon unsere erste Begegnung hier gleich. Und zwar Justin gegen Scorpion on stream. Lifted Skull ist nicht da heute leider, aber Ice-T ist da. Okay, das war das erste Game. SDN 1-0. Beide übrigens bekommen Free Entry für nächstes Mal. Erster und zweiter Platz. Von daher, jetzt juckt's nicht mehr, ob man gewinnt oder verliert. Der Preis ist derselbe. So. Das nächste NEZ wird am 24.08. sein. Schreibt das jetzt direkt in euren Kalender. Jetzt direkt. Sofort. In den Kalender. Am Handy. Oder schriftlich. Direkt. 24.08. Ja, wird am Ende der Ferien sein. Für die meisten. Oder Urlaub. Ich finde Squad Strike auch ziemlich cool. Coole Alternative für Teams. Nur schon zeitaufwendig. Mit 5 ist schon zeitaufwendig. Vielleicht doch eher 3. Also vom... Ja. Gut, also das sieht jetzt mehr Series aus. Wir sehen die zwei Charaktere zum Trine. Kommt zuerst. Das ist basically gerade die Reihenfolge, wie gut der Charakter von SDN ist. Also, erst Greninja, dann die Brawler, dann Kirby, third, würde ich schon sagen. Second, Wolf und Main, Pike. Dagegen fängt Fuego Elo mit ja, seinen zwei stärksten Charakteren an. Von daher schauen wir mal, wie die zwei stärksten gegen die zwei schwächsten praktisch ausgeht. Hier jetzt gerade. Moment. Guter Damage von SDN. Aber bekommt er auch den Stock weg. Das ist manchmal nicht so leicht mit Greninja. Ja. Okay, und damit ist so der zweitstärkste Charakter, würde ich sagen, schon raus. Von Fuego Elo. Die Cross-Ups mit der Nair. Also je länger ich dem Greninja zusehe, desto mehr glaube ich, dass er da auch eine Ahnung von dem Charakter hat. Am Anfang dachte ich so, ah, weiß nicht, aber sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Turnaround, Back Airs, funktionieren auch. So. Oh.
schön gemacht. Gut, damit ist auch der zweite Char tatsächlich von Greninja geholt worden. Und zwar Fox. Das ist tatsächlich dachte ich nicht, dass der Unterschied so groß ist. Natürlich kann ich auch einfach den Greninja von SDN ein bisschen unterschätzen. Und der ist einfach viel besser, als ich dachte. Das war es jetzt allerdings von dem. Der kurze Taunt, Piece of Cake. Danach sieht es jetzt gerade nicht aus, aber vielleicht kann sich ja daran noch was ändern. Hier haben wir ein Mii. Und zwar diesmal ein Default. Mal gucken, was für Moves der hat. Oh, schön. Oh. Ja, Fuego Elo benutzt gerade jede Chance, die er hat. Das muss er auch machen gerade. Oh oh. Ja, aber noch am Leben. Okay, damit Roy und Lucina noch alive. Und ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Tee. Meine Stimme, ey. Boah. Gönnen wir uns mal heißes Wasser. Ich habe da gerade jemanden Stock verlieren hören. Ich glaube, das war ein Brawler. Damit sind wir bei Kirby. Ja. Ja, ich überlege im Moment, ob wir vielleicht zwei Side-Events zur gleichen Zeit laufen lassen. Weil dann einfach weniger Leute in beiden Events drin sind und die auch separat nebeneinander laufen können. Zwei Klingelbäume. Zweimal acht Leute, basically. Wir haben eben schon drüber geredet, es gibt so ein Spiel, das heißt irgendwie... ich komme nicht auf den Namen, es war so ein Baseballspiel. Es ist so wie praktisch Smash, bloß dass man nicht die Leute direkt schlägt, sondern den Ball. Und der Ball die Leute dann schlägt. Das sah cool aus tatsächlich, ziemlich cool. Da hätte ich auch Lust, mal ein Side-Event für zu machen. Im Moment probieren wir ein bisschen rum, was für coole Side-Events es so gibt. Also, Fazit zu... Squad Strike ist, macht übelst Spaß. Die Leute haben auch sehr viel Lust, random Squad Strike zu spielen. Kann man auch voll machen. Oh, immer noch am Leben. Air Dodge. Und ja. Ja, es war gut, dass SDN da gewartet hat. Und damit endet dieses Turnier. Und SDN holt sich das Ganze.